Was geht ab, meine Z-Fighter? Osiris hier. Und ihr seht es wahrscheinlich an einem Titel oder habt es schon gesehen. Ein neuer Tag, ein neuer Eller quasi. Aber an der Stelle bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Gedanken dahinter. Denn es handelt sich komplett um ein Free-to-Play-LR. Aber das ist nicht das Besondere, was mich so fasziniert hat. Denn dieser Free-to-Play-LR, by the way, ist LR Ginyu in Gokus Body quasi. Und an der Stelle auch, ob LR Ginyu oder Ginyu an der Aussprache, ob Englisch oder Deutsch. Ihr wisst, wovon wir reden, von wem wir reden. Er kommt nicht nur selbst als LR, sondern er kommt mit seiner ganzen Crew, mit der ganzen Ginyu Force. Jeder einzelne Charakter, den ihr hier auf dem Schirm habt, inklusive dem LR, ist free to play. Wir werden uns erstmal die ganzen, beziehungsweise die ganzen Gedankenleiter, welche erstmal ein bisschen versuchen zu verstehen, zu analysieren, was das Ganze für uns heißt, dass alle free to play sind, wie man sie bekommt. Und dann schauen wir uns alle Details der Charaktere einzeln an. Außen vorweg aber, wie gesagt, es sind alle Free-to-Play. Sie werden alle am 21. Februar, 7 Uhr morgens, im japanischen Dokkan Battle erscheinen. Und ja, das wird natürlich auch zu uns ins globale Dokkan Battle kommen, wenn wir das dreijährige Jubiläum haben. Das ist Anfang Juli der Fall, im Zeitraum Juli dann. Aber LR Ginyu. LR Ginyu erstmal in Gokus Body, ja, er heißt LR Ginyu in Klammern Goku, ist quasi der zweite LR Ginyu. Wir kennen den physischen LR Ginyu aus dem Battlefield. Das Battlefield wurde eigentlich auch für denselben Zeitraum geleakt für morgen. Kann aber gut sein, dass wirklich beides kommt, denn es sind zwei separate Events, werden das wahrscheinlich sein. Einmal über den Battlefield werden wir LR Ginyu bekommen und diesen LR Ginyu bekommen wir dann ganz free to play aus den Missionen. Er wird als LR direkt droppen. Wir sehen das aus den Missionen hier. Aber wie? Und aus vorweg, hier ist nur einer gelistet. Soll aber nicht heißen, dass wir eventuell weitere bekommen. Da er free to play ist, müssen wir ihn in irgendeiner Art und Weise eigentlich fünfmal bekommen, damit wir ihn full dupen können. Wie auch zum Beispiel den free to play Kid Goku vom Super Battle Road oder den Strength Genki Dama Goku fürs 1000 Tage einloggen. Diesen Ginyu bekommen wir, wenn wir die ganze Ginyu Force, also die Charaktere hier, die hier gelistet sind, auf 100% bringen. Aber Leute, diese ganzen Charaktere kann man A, Free-to-Play bekommen und B, Free-to-Play von 0 auf 100% bringen, denn jeder einzelne Charakter hier, Rikum, Jis, Bata, Guldo und der Int Ginyu, werden genauso, genau gleich fungieren, agieren, wie Goku Junior, Tech Bulma und der aktuelle Kid Gohan. Heißt, sie werden ihre eigenen Events bekommen, ihre eigenen Stages. Wie das Ganze genau ablaufen wird, werden wir morgen erfahren. Sie werden ihre eigenen Medaillen bekommen, damit wir sie erwecken können, ganz Free-to-Play. Und sie werden ihre Free-to-Play-Orbs bekommen, damit wir sie alle erfarmen können und von 0 auf 100% bringen können. Wirklich genau selbes Prinzip wie damals bei Goku Junior, Tech Bulma und aktuell beim Kid Gohan Namek. Ihr seht es an den Orbs, sind zwar wirklich aus wie die üblichen Orbs, aber wir sehen das Ginyu Emblem und deswegen sind das die einzelnen Orbs für die einzelnen Charaktere. Alle, wie gesagt, werden hier ihre Free-to-Play Orbs bekommen. Wir werden sie Free-to-Play von 0 auf 100% bringen können. Außer Ginyu, er wird nicht seine eigenen Free-to-Play-Orbs bekommen, das werden dann normale Tech-Orbs sein. Aber alle anderen Units, Leute, ich habe es oft gesagt, ich sage es zum letzten Mal, sind Free-to-Play von 0 auf 100% bringbar. Ja? Insane. Wenn wir uns zum Beispiel mal Rikum anschauen, dann sehen wir, er bekommt auch seine eigene Medaille, 5 Stück, das ist wie bei Gohan der Fall, das bekommt auch Bata und so weiter und so fort. Die eigenen Orbs, über die Saves können wir sie erfarmen, auf 100% bringen. Wird zwar ein langer Grind, aber hey, es ist Free-to-Play und das ist das Geile. Wir bekommen hier, sie kommen der Free-to-Play-Base endlich mal ein Stück mehr näher, sage ich mal. Denn wir bekommen ein ganzes Team. Wovon 4 Charaktere, theoretisch auch, wovon wir alle eigentlich auf 100% bringen können. Ein Full Rainbow Free-to-Play-Team, das miteinander synergiert. Denn es ist die Ginyu Force. Und an der Stelle würde ich sagen, wir schauen uns direkt mal die Details zu den Charakteren an, um genau zu verstehen, wie sie synergieren. So, wir sind auf Dokkan Reddit und an der Stelle auch natürlich Shoutout an DBZ Space und Dokkan Reddit selbst für die ganzen Leaks, für die ganzen Dudes, die hier arbeiten quasi.
Wir haben eine wirklich Vielzahl von Karten, die haben wir aber gerade gesehen. Alle. Da kommen natürlich Missionen dazu, wo wir bestimmte Items bekommen, wie auch die Medaillen, den Elegynew, über die Mission, was wir gerade angeschaut haben, quasi. Und ja, hier steht es auch, wenn wir die Ginyu Force, die ganze Ginyu Force, die SSRs auf 100% bringen, bekommen wir Elegynew. Goku Force heißt er dann quasi. Und ja, er heißt Ginyu Goku. Also Ginyu Force in Klammern Goku heißt den physischen, den alten Ginyu, kann man quasi auch benutzen. Und an der Stelle steht auch dran, ganz wichtig vielleicht auch, ist eine neue Supreme Kai Mission kommen. Eventuell wird dann auch in JP dann Vegito erweckbar sein. Off-Note heißt, da wird es heißt kein Battlefield. Das müssen wir ein bisschen vorsichtig betrachten, denn das Battlefield wurde eigentlich auch für morgen geleakt. Und es ist ja kein Widerspruch, dass wenn die ganzen Ginyus hier kommen, ein neuer Ginyu, es ja nicht heißen muss, dass auch trotzdem das Battlefield kommt mit dem alten Ginyu. Denn aus den Leaks, aus den letzten Leaks, wurde das auch für morgen geteasert, nicht geteasert, sondern geleakt quasi, dass es auch morgen kommt, am 21. Februar, 7 Uhr morgens, zeitgleich damit, zur selben Zeit. Kann gut sein, wirklich, kann gut sein. Denn der eine Ginyu wird über den wird übers Battlefield noch erhältlich sein und der neue dann komplett free to play in-game. Aber schauen wir uns mal die ganzen Charaktere an sich detailliert ganz kurz an. Elegynew Force, wie gesagt, in Klammern Goku, ist der Leader der Ginyu Force Kategorie. Eine neue Kategorie. Er gibt der ganzen Kategorie Ki plus 3 auf jeden Attribut 100%. 12 Ki, Great Erase Attack für eine Runde macht Colossal Damage, okay. Und Ultra Super Attack macht Mega Colossal Damage und erhöht Angriff von Extreme Allies bei um 30% für eine Runde. Passive erhöht Angriff und Verteidigung von Villains, also Extreme Type Allies um 30% und erhöht Angriff und also zusätzlich Angriff und Verteidigung aller Ginyu Force Kategorie Charakteren um weitere 20%. Vielleicht will der ein oder andere noch ein bisschen mehr suchen von der Passive, aber an der Stelle war es auch leider schon. Auch wenn es ein LR-Charakter ist, wir wissen, Ginyu der Alte war mehr ein Supporter. Er ist quasi ein besseres Supporter, ein LR-Supporter, wenn wir es so nehmen. Aber das war's auch schon mit der Passive irgendwie. Also da fehlt ein bisschen was. Aber wir gucken uns mal, wir schauen mal weiter, schauen mal weiter. Link Skills, Ginyu Force Signature Pose, Gentleman Respect, Loyalty More Than Meets the Eye, Legendary Power Ass in der Kategorie Planet Namek, Saga und Ginyu Force. Dann zum TOR Ginyu, der Int Ginyu, der Free-to-Play-Charakter. Den Leader Skills könnt ihr gerne mal bei jedem Charakter durchlesen, das ist mehr oder weniger gleich. Super Attack macht Supreme Damage, alles klar. Passive ist, wenn er gegen einen Gegner kämpft, bekommt er Ki plus 3 Attack und 70%, ist solide. Und wenn er gegen zwei oder mehr Gegner kämpft, hat er eine Damage Reduction Skill von 50%. Interessant. Links, jetzt könnt ihr euch, wie gesagt, auch gerne mal drüber gucken, sind mehr oder weniger gleich alle. Ich schaue mir, wir werden uns grob hier erstmal die Passives und Ultis der Charaktere anschauen. Links gibt es, wie gesagt, Kategorien sind mehr oder weniger ähnlich. Und auch Leader Skill. Dann Rikum. Er macht Supreme Damage und erhöht seine Verteidigung. Nee, senkt. Senkt Verteidigung stark des Gegners, okay. Passive ist 80% Verteidigung bekommt er so fix und jedes Mal, wenn er angegriffen wird, bekommt er 14% auf seinen Angriff, Maximum 70%. Ihr dürft ihn nicht vergessen, es sind Free-to-Play-Charaktere. Die Passives fallen wirklich ein bisschen flach aus bis jetzt, aber ich werde gleich darauf zu sprechen kommen. Jeez, Supreme Damage und erhöht 20% aller Alliierten Angriff um eine Runde. Passive ist sehr interessant bei ihm. Er gibt Villain-Types Ki plus 2, sein eigener Angriff 20%, das ist wirklich ein sehr. Das ist kein Boost eigentlich. Aber, das ist eine neue Passive. Eine neue Mechanik einer Passive. Er zeigt uns an, wo der Gegner ultet, welcher Gegner in dieser Runde ultet. Das könnte sehr wichtig sein. Finde ich gut, merken wir uns kurz. Barter erhöht seinen Angriff, macht Supreme Damage und er bekommt 10% für jeden Ki, den er einsammelt. Zudem hat er eine sehr hohe Chance, des Gegners Angriffs zu dodgen, wenn er der allererste in der Rotation ist, also ganz links an der Position steht. Guldo, Supreme Damage und hat eine Medium Chance, den Gegner zu stunnen. Und wenn er einen Gegner angreift, dann senkt er dessen Angriff und Verteidigung um 20% für 2 Runden. Heißt, sehr geil, sehr geile Grundidee dahinter. Die Charaktere an sich, ne, es geht. Aber sie synergieren alle in einem Team. Und das ist das, was sie ausmachen. Das ist das, was mich so hyped, zumal ich kann es immer und immer wieder sagen, sie alle Free-to-Play erhältlich sind. Und wenn ihr dieses Team euch holt, werdet ihr wirklich viele Events schaffen. Ja?
Wie gesagt, unterschätzt das nicht. Ihr habt einen Ally dabei, alle sind 100% Charaktere. Das macht was aus und alle synergieren hintereinander. Und das ist was, das, was mich noch ein bisschen mehr nachdenken lässt, was wollen sie damit erreichen. Denn jeder Charakter hat quasi seinen eigenen Platz, ja. Der eine ist Stunt, der eine Dodge, der eine lokalisiert des Gegners Angriff, der eine ist Tanky, der eine macht ein bisschen Schaden, der andere ist quasi Supporter für alle anderen. Soll heißen, so wie dieses Team synergiert, sind sie wirklich in der Lage, sehr lange Zeit ein Event zu bewältigen, zu überleben, zu schaffen. Was mich ein bisschen darauf hoffen lässt, auf ein Extreme-Z-Battle der Charaktere, auf ein Extreme-Z-Awakening. Warum? Denn wir kennen es von dem Gohan, der ist ja auch quasi jetzt Free-to-Play von 0 auf 100%, konnten wir ihn awaken und danach kam sein Extreme-Z-Battle. Und Extreme-Z-Battle wissen wir, das geht sehr, sehr lang. Da sind sehr viele Stages, bis zu, also man kann bis auf Stage 999 kommen. Natürlich wird es immer schwerer und schwerer. Aber speziell dieses Team hier, so wie das synergiert, denke ich, ist eben für sowas gewappnet. Und das finde ich cool. Also wenn wirklich diese Charaktere noch ihr, also der LR nicht, aber die anderen Charaktere, ihr Extreme-Z-Battle bekommen, mit einer eigenen Extreme-Z-Battle-Stage, was sich um die Genie Force handelt, womit man mit diesem Team reingehen kann und sich hochkämpfen kann, weil dieses Team eben so gut synergiert und darauf mehr oder weniger aufgebaut ist, wirklich lange zu durchzuhalten, sage ich mal, so quasi ein Raid, wäre es cool, wenn sowas in der Art und Weise noch kommt. Wissen wir nicht, reine Spekulation. Aber an der Stelle würde mich gerne interessieren, was haltet ihr von dem Ganzen? Was haltet ihr von Elaginyu und der Ginyu Force, dass sie alle wirklich beachtet das, bevor ihr irgendwie hier urteilt? Sie sind alle Free-to-Play, also wirklich Free-to-Play erhältlich. Ihr müsst dann nur das Spiel spielen, bekommt ihr dann über die Mission ein LR. Ihr bekommt nicht nur ein LR, ihr bekommt ein ganzes 100% Team, wenn ihr bis aufs Maximum geht. Free to play, Leute. Sehr geil. Sehr geil, dass sie sowas quasi eingebaut haben und ich hoffe, das ist die Zukunft, hoffe ich mal, dass sie der Free-to-Play-Base so ein bisschen mehr entgegenkommen. Wie gesagt, eure Meinung würde mich auf jeden Fall interessieren. Lasst mich in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.